Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enigmatis, die Seelen von Maple Creek. Ja, es ist jetzt, oh Gott, ich glaube 21 Uhr und ich hatte irgendwie noch mega Bock aufzunehmen. Gott, wie lange ist es her, dass ich endlich wieder Lust hatte aufzunehmen? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist Ewigkeiten her. Ich weiß, es ist nur ein Wimmelbildspiel, aber ihr glaubt gar nicht, wie sehr mir dieses nur Wimmelbildspiel eigentlich bedeutet. Also für mich ist das hier so der komplette Neuanfang. Ne? Es ist zwar ein altes Projekt, aber so im Vergleich zu den zum alten Projekt, finde ich, ist hier schon wieder viel, viel mehr Action drin. Das Ganze ist übrigens vorproduziert. Sei schon mal dazu gesagt. Also wenn ich nicht direkt auf eure Kommentare und so weiter eingehe, bitte nicht wundern, bitte auch nicht böse sein. Ich bin gerade im Aufnahmefieber, was ich auch gerade ausnutzen möchte. Und ja, beim letzten Mal. Jetzt muss ich gerade selber mal nachgucken. Stimmt, waren wir in der Kirche und da waren alle in Trance. Ich glaube, dann haben wir auch Leichen in der Kirche gefunden oder war das ein Part davor? Ich weiß es nicht genau. Kann auch ein Part davor gewesen sein. Aber wir haben heute auf jeden Fall eigentlich die Hälfte der Bevölkerung von Maple Creek, wenn nicht sogar die komplette, in dieser Kirche gesehen, wie sie einfach nur auf den Altar gestarrt haben und irgendwas vor sich hingebrabbelt haben. Naja, okay. So, wir brauchen ein Vorhängeschloss, ein Nummernschild und blaue Trauben. Beim letzten Mal waren es grüne Trauben, wo wir hier waren. So, da ist das Vorhängeschloss. Ich glaube, ich saß jetzt auch eine Stunde hier vom Monitor. Ich habe eben noch bis eben noch Streams geguckt. Und ja. Hab daneben das Aufnehmen eigentlich total vergessen. Und ja, dann ist mir aber eingefallen, ja, ich wollte ja noch aufnehmen. Beziehungsweise hatte dann noch Bock aufzunehmen. Und ja. So, eine Baskenmütze, Gartenschere und Gartenzwerg. Da ist die Baskenmütze. Eine Gartenschere und ein Gartenzwerg. Da ist die Schere und da ist der Zwerg. Eine Pillenpalette, Fledermaus, Taschenuhr. Taschenuhr, Taschenuhr, Taschenuhr. Pillenpalette. Da. Und die Fledermaus. Und da. Da ist die Fledermaus. Brieftasche, Fernglas und Seil. Seil. Oh, Brieftasche. Und das Fernglas ist da. So, haben wir alles. Ja. Sehr gut, wir haben endlich ein Seil. Ja, das kamen wir ja nicht auf, ne? Okay. Damit auch nicht. Dann einmal nach oben. Aber im Keller. Da war hier noch was. Den kriegen wir da noch nicht raus. Wofür könnten wir das Ding jetzt gebrauchen? Den Enterhaken. Vor allem halt auch der Meißel, ne? Oh, warte mal, hier ist noch was. Die Universität von Vermont. Burlington. Smith Emily B. 5.9.1957. Okay. Das wird für Emily sein. Okay, Emily Smith, das Mädchen aus dem Zeitungsartikel. Smith, Emily B. Von vor 30 Jahren. Vermont, 14. Juli 1980. Ihr Leichnam liegt in der Kapelle unter dem Fußboden zusammen mit vielen anderen. Nur Mörder verstecken Leichen im Keller. Sie müssen alle grausam umgekommen sein. Ermordet. Die Frage ist,
Wer? Wer ist der Mörder? Könnte man den hier schon? Ja, den kann man schon als Verdächtigen reinpacken. Okay, da aber nichts weiter zu. Okay. Oder gibt es wahrscheinlich noch was? Beim Versteck. Wer ist Collins? Warte mal, der Prediger. Hier. Das Geheimnis von. Anscheinend hatte Hamilton den Prediger im Visier. Ist dies derselbe Mann wie auf dem Foto? Wer sonst hätte die Leichen in einer mit einem komplizierten Schloss gerichteten Kapelle vergraben? Leichen in der Kapelle. Es genügt, um den Prediger zum Hauptverdächtigen zu machen. Ich brauche Beweise, etwa die Mordwaffe. Ja, die Mordwaffe haben wir. Der Prediger ist mein Hauptverdächtiger. Ihn zu finden hat oberste Priorität. Er scheint nicht in Maple Creek zu sein. Er muss sich irgendwo versteckt haben. Aber wo? Okay, wir haben auf jeden Fall die Mordwaffe. Ein Ritual durch. Blutspritze auf der Klinge. Er muss einem dunklen Ritual gedient haben. Wofür? Doch wo? Gut, Tatort. Versteck des Predigers. Da würde ich ja fast darauf vermuten. Das Geheimversteck. Einmal dahin. Sein Haus muss einbrechen. Huch. Geht das nicht? Das auch nicht? Ich probiere einfach, okay. Das sind auch nicht die Tatorte. Okay, gut. Na gut, es glitzert da unten auch nicht, also. Hätte ich mir das sowieso sparen können. So. Oh, warte mal. Da hängt noch ein Zettel. Kann ich das damit vielleicht? Nee, scheinbar nicht. I won't get anywhere without a map or some Yeah, other okay. clue. Da kommst du so nicht weiter. Da fehlt uns noch eine für. Ah, alles mysteriös. Okay. Warte mal. Joko scheint nur durch Kletterkunst erreichbar zu sein. Ah. Ja, das gibt dem Ganzen natürlich. Merkwürdig. Der Glockenmechanismus ist kaputt, doch die Glocke schlägt unermüdlich weiter. Die Glocke ist aus der Nähe noch unheimlicher. Dieses dämonische Licht, oh Gott. Die Glocke scheint von Geistern geläutet zu werden. Okay. Ja, aber da kommen wir halt. Huch, da kommen wir halt auch noch nicht weiter, ne? Meißel. Gar nicht so einfach. Okay, hier ist noch was. Hier können wir noch wimmeln. Handschuhe, Fliegenklatsche, Pfannenwender. Fliegenklatsche. Und da ist der Pfannenwender. Und wir brauchen noch Handschuhe. Da sind Handschuhe. Aber nur ein Paar. Wir brauchen noch ein zweites Paar. Kaminschaufel, Perlenkette, Signalhorn.
Perlenkette. Da. Und eine Kaminschaufel. Gießkante, genau. Gießkante, Ventilator und Schlüssel. Gießkanne. Ventilator. Und Schlüssel. Pumpe, Adler, Blatt. Ich frage mich, warum ich jetzt so gut klarkomme. Bei den ersten Dingern aber überhaupt nicht. Obwohl doch, da ist die Pumpe. Adler. Da. Und Blatt. Ein Blatt. Ein Blatt. Ein Blatt. Jetzt geht's los. Meint aber kein Notenblatt, oder? Da. Blatt. Und wir haben einen Rostingsschlüssel. Okay, mit dem Rostingsschlüssel können wir hoffentlich... die Tür hier aufschließen. Ja. Lol. Bock des Lebens. Gießkanne. Okay, da sind die Kerzen. Da sieht man auch, wie sie angeordnet werden müssen, scheinbar. Es gibt eine schmale Lücke. Mit etwas Dünnem könnte ich es hochheben. Tada. Okay, da könnten wir dann hinein. Wir können aber auch erstmal in den Schuppen gucken. Und können hier weiter wimmeln. Kaffeemühle, Klebeband und Radkreuz. Radkreuz. Klebeband und Kaffeemühle, Klebeband. Klebeband, 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 Klebeband. So in 3 Jahren haben wir nur noch das Wort Klebeband. Ne, im Kopf. Klebeband. Finde ich nicht, okay. Hufeisen, Krawatte und Schaufel. Schaufel. Krawatte, was auch immer eine Krawatte in diesem, ne, Chaos zu suchen hat. Naja. Und Hufeisen. Krawatte und Hufeisen. Hufeisen und Krawatte. Hufeisen. Also nur noch die Krawatte. Also eigentlich, da. Ich wollte gerade sagen, eigentlich müsste sich jetzt so mega auffallen. Zahnradkamera, Laterne. Zahnrad, Kamera, Laterne. Laterne. Zahnrad, Kamera. Zange, Socke, Apfel. Zange, Socke, Apfel. Zange, Socke. Zange. Zange. Zange und Klebeband. Zange. So, ich weiß bis jetzt nicht, wo das Klebeband ist. Wer hat das Klebeband gesehen? Wer hat das Klebeband? Wer hat das Klebeband? Wer hat das Klebeband gesehen? Wer hat das Klebeband? Okay, gut. Wir hören auf mit dem Klebeband-Song. Ohne Scheiß, ich weiß nicht, wo das Klebeband ist. Und ich hatte echt einen Run. Hier sieht aber nichts danach aus, als wäre es ein Klebeband. Lol.
Ich meine, ein Klebeband sollte man ja eigentlich sehen. Eigentlich. Ich meine, vielleicht jetzt auf skurrile Art und Weise vielleicht irgendetwas anderes. Oh Gott. Nein. Zurück. Das gibt's doch nicht. Das Klebeband muss doch hier irgendwo sein. Blind? Also wenn ich gleich hier auf den Tipp gehe, dann weiß ich, wo es, ne? Dann denke ich einfach nur so, oh Gott, war ich doof. Aber das werde ich wohl machen müssen. Ich bin's leider nicht. Das war doch kein Klebeband. Das war doch nie und nimmer war das ein Klebeband. Also beim besten Willen, das war kein Klebeband. Never ever. Das Haus hier kennen wir von einem der Beweise. Warte mal. Von dem hier. Das Haus von dem da. Dem Schloss, auf diesem Teil des Schlosses fehlt eine Kachel. Okay, wir haben aber noch keine Kachel. Okay, wir haben hier noch nichts, was uns weiterführt. Außer wenn wir die Kachel hätten. Dieser ist eng um den Ast gewickelt. Die Leiter ist fest an den Ast gebunden. Aber wir dürfen nicht nach oben. Okay. Keine gute Idee. Der Hund ist etwas zu aggressiv. Okay, hier sind Ruinen. I remember now. I've been here once before. Die heiligen Steine. Gut, an diesen heiligen Steinen machen wir jetzt aber auch erst, also, ne, an dem Bild mit den heiligen Steinen, machen wir jetzt auch erstmal Feierabend. Und diese Ruin eines sehr heruntergekommenen, verbrannten Hauses, ich denke mal, dass es verbrannt ist, werden wir uns beim nächsten Mal ansehen. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr, sehr freuen. Und wenn ihr Fragen, Feedback oder anderes habt oder einfach nur der Samtpfoten-Gang auf Discord beitreten wollt, dann schreibt mir gerne. Und ja, der Rest wird alles verlinkt, also keine Angst. Und es würde mich freuen, wenn der eine oder andere auch für dich mal bei den Streams vorbeischaut. Denn da spielen wir zurzeit sehr viel Final Fantasy, aber auch Spiele wie Fallout und ja, so das ein oder andere kleine Game werdet ihr dort finden. Ihr dürft auch immer gerne Wünsche äußern, auch zu kommenden Let's Play-Projekten, sofern ich es natürlich ermöglichen kann. Geld wächst ja bekanntlich nicht auf Bäumen und leider besitze ich auch nicht jedes Spiel. Schön wäre es. Ja. Aber wie gesagt, viel Spaß mit diesem Video und der restlichen und bis zum nächsten Mal. Ciao!
search of a missing girl, and I'd already started the investigation when what?